Mein Name ist Stefan Lanker. Ich bin Biologe und Virologe und ich habe das erste Virus aus dem Meer entdeckt. So kam ich in die Geschichte hinein. Erstens, nachdem ich festgestellt habe, dass dieses Virus nichts Böses macht. Und zweitens, als ich durch einen österreichischen Professor Fritz Pohl darauf hingewiesen worden bin, dass bei AIDS was nicht stimmt, dass das Virus eventuell gar nicht existiert. Ich das dann überprüft habe, festgestellt, es ist so. Dann glaubte, das kann ja wohl nicht sein. Ein halbes Jahr geschwiegen habe, weil ich dachte, ich hätte was nicht verstanden, weil ich mir es auch nicht vorstellen konnte, dass die ganze Welt hier bei mitmacht. Und dann habe ich recherchiert, bin in die Infektionsgeschichte, in die Infektionstheorie eingestiegen und habe erkannt, dass das alles falsch ist, dass es aus einem Irrtum hervorgegangen ist, der zum Betrug wurde, zum politischen Betrug, schon unter Otto von Bismarck, ganz eindeutig nachweisbar und nachvollziehbar, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben worden ist, von den Amerikanern wieder aufgenommen worden ist, um Angst zu erzeugen und Bevölkerungskontrolle betreiben zu können. Und ich habe auch festgestellt und werde das jetzt auch darstellen, wie aus der Infektionstheorie die Gentheorie und das, was wir heute als molekulare Genetik bezeichnen und Genmanipulation und Gentechnik sich daraus entwickelt hat. Und wie das heutige Instrument Infektionstheorie in Form von Impfungen, in Form von Angst vor materieller Ansteckung, in Form einer Pandemie, wo vorausgesagt wird, dass sie jetzt im Moment gerade ausbricht oder erst in der zweiten Welle oder auch später und dass sie mit einem Medikament, nämlich Tamiflu, was witzigerweise für toxisches Amiflu steht, da ist wohl jemand ein kleines Missgeschick geschehen in der Namensgebung dieses Chemotherapeutikums. Ich erzähle die Geschichte, wie sich es entwickelt hat, damit Sie nachvollziehen können, wie sich aus einem Irrtum ein Betrug, aus einem Betrug ein Verbrechen und in der Industrialisierung dieses Verbrechens dieser Wahnsinn entwickelt hat, der uns alle, die gesamte Menschheit, bedroht. Jeden Einzelnen. Ich gehe zurück in der Geschichte ins alte Griechenland, wo sich dieses Konzept entwickelt hat, aufgrund dessen heute in der Medizin systematisch gekämpft und vergiftet wird. Aufgrund dessen wir heute Tamiflu prophylaktisch schlucken sollen und wenn die Pandemie ausgerufen wird, Tamiflu in größerer Konzentration schlucken sollen, massenhaft. Goethe, bevor wir in die Geschichte eintauchen, die im alten Griechenland sich entwickelte, hat versucht, vor dieser Influenza-Pandemie, aber auch schon vor AIDS und vor dem Schlucken von Tamiflu zu warnen. Er hat das in Faust 1 getan. Nicht in der ersten Ausgabe, die durch die Zensur lief, in der zweiten auch noch nicht, sondern in der dritten oder in der vierten Ausgabe. Erst hat er diese wesentliche Passage aufgenommen, wo er aufzeigt, dass damals schon ein einzelner Arzt tausende Menschen getötet hat. Er beschreibt zuerst in alchemistischer Sprache, wenn man das damalige Tamiflu und Chemotherapie herstellte, nämlich organische Quecksilberverbindung, die mit Zucker, mit Sirup vermischt werden. Latwergen steht für Sirupverbindung und das sind dann die höllischen Latwergen, wie das in alchemistischer Sprache, wie das erzeugt worden ist. Und hier die wesentliche Passage. Hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genas. Hier war das Tamiflu, die Patienten starben und werden sterben und niemand fragte, wer genas. Niemand fragte, stimmt die Theorie? Existieren die Viren überhaupt? So haben wir mit höllischen Latwergen in diesen Tälern, diesen Bergen weit schlimmer als die Pest getobt. Und auf die Pest kommen wir auch noch. Eine politische Krankheit
wie AIDS und Influenza, wie SARS, wie BSE, wie das Agglomerat Pocken, wie das Agglomerat Aussatz, aus dem die Pest hervorgegangen ist, wie das Agglomerat Polio. Ich habe selbst den Tamiflu an Tausende gegeben. Sie welkten hin, ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Goethe. Bis heute nicht ernst genommen. Bei jedem Erdbeben, beim Tsunami denke ich, Wolfgang rotiert mal wieder, weil er warnte und diese Warnung wurde in den Wind geschlagen. Wie kam es dazu? Was ist der Irrtum? Der Irrtum, die Fehlannahme, auf der die gesamte westliche Hochschulmedizin aufbaut, liegt darin, dass man im Rahmen der Säftelehre glaubte und dann behauptete, dass Krankheit entstünde durch ein Ungleichgewicht der Säfte im Körper. Wir haben sehr viele unterschiedliche Säfte im Körper, nämlich etwa 270 Stück im Gelenk, im Auge, Schweißdrüsen, Verdauungssekrete etc. etc. im Innenohr, Gehirnflüssigkeit, Rückenmarkflüssigkeit und so weiter, dass dort ein Ungleichgewicht der Säfte zum Entstehen eines Krankheitsgiftes führt. Und man glaubte aus der Erfahrung heraus, dass die Gabe von kleinen Mengen Giften im Körper die Reaktion der Bildung eines Gegengiftes bewirkt, aus der ganz normalen Erfahrung mit dem Zellgift Alkohol. In geringen Mengen genossen, kann Spaß machen, kann auch Ängste verringern und so weiter. Aber weh, ein junger Mensch, noch nie mit Alkohol in Kontakt gekommen, trinkt eine halbe Flasche Schnaps. Wenn er denn so gelähmt ist, dass er nicht mal speien kann, muss ihm der Magen ausgepumpt werden, sonst stirbt er an Alkoholvergiftung. Jelzin und andere Konsorten, die machen mit 2 Liter Schnaps erst einmal Weltgeschichte. Denen macht es nichts. Aufgrund dieser Beobachtung, ein Gift regelmäßig eingenommen, und machen Sie es mal selber, versuchen Sie mal ein halbes Jahr keinen Alkohol zu trinken und dann wieder 2 Glas Wein, Sie fallen fast tot um. Aber nicht, weil der Körper das Gegengift gebildet hat, sondern weil der Körper trainiert ist, die Enzyme bereitstellt, den Alkohol schnell umzuwandeln, zu neutralisieren, hinauszutragen. Diese Säftelehre in dieser Form ist die explizite Grundlage der gesamten westlichen Hochschulmedizin inklusive des Irrglaubens an ein Immunsystem. Warum? Man glaubte, es entstünde ein Krankheitsgift und wenn ich prophylaktisch ein Gift schon gebe, dann macht der Körper das Gegengift. Ich bin also immun. Und wenn das Krankheitsgift denn kommt, dann bin ich schon gefeit und gewappnet. Deswegen haben Rasputin, Napoleon nachweislich, man kann es an den Haaren messen, regelmäßig alle möglichen Dosen unterschiedlicher Arten an Gift genommen, geringe Konzentration, um einer Giftattacke gefeit zu sein. Jetzt hat man aber im 19. Jahrhundert als geringste Mengen an Giften nachweisbar war, hat man festgestellt, bei keiner Krankheit kann man Gifte nachweisen. Bei keiner, bis heute. Und die Theorie erwies sich als falsch. Aber das ganze Denken basierte darauf, nämlich prophylaktisch, wie bei Goethe schon, Quecksilberverbindungen zu geben, dass wenn das Krankheitsgift herankommt in Form einer Epidemie, man schon gefeit ist. Die Idee, dass Epidemien kommen, entwickelte sich auch aus der Geschichte, eben aus dem alten Griechenland heraus ebenso, dass man behauptete, der Krankheitsdämon infiziert einen Menschen, befällt ihn und er befleckt ihn. Daraus resultiert das griechische Wort Miasma, Befleckung. Ich bin befleckt von dem Krankheitsdämon und ich kann die Krankheit auch an andere weitergeben. Der Krankheitsdämon infiziert mich und er vermehrt sich in mir und er kann andere auch infizieren und es würde das Krankheitsgift entstehen. Und deswegen gibt man schon prophylaktisch Gegengifte, wie es Goethe beschreibt, und die Überlebenden klatschen
Und ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Es war nämlich so, dass Goethe in der Figur von Faust Paracelsus wieder aufleben lässt und dem das peinlich ist, dass er zuvor von Bauern auf dem Dorf gefeiert worden ist und sie ihm hinterher riefen, ja, du hast uns das Leben gerettet, aber Tausende mussten dran glauben, also hast du uns das Leben gerettet und ihn applaudierten. Das war ihm dann zu peinlich und mit seinem Adlatus Wagner setzt er sich dann auf diesen gewissen Stein in der Abendsonne am Rand des Dorfes und sinniert hier und schildert das Wagner, was sein Vater schon getan hat und was er auch tut. Man hatte natürlich beobachtet, dass Bakterien Gifte bilden. Man hat es untersucht und war sich ganz, ganz sicher, dass Bakterien nur in der Leiche ihre Gifte machen können. Das liegt daran, dass Bakterien unter Sauerstoffversorgung ihren Stoffwechsel haben, Produkte machen, die uns im Darm auch Vitamine, Substanzen erzeugen in der Verdauung, die wir alle brauchen. Aber wenn diesen Bakterien der Sauerstoff ausgeht, was in der Leiche nach ein paar Tagen der Fall ist, dann können einige von denen überleben, stellen ihren Stoffwechsel um, so wie es die Hefe auch macht und der Alkohol ja auch nur unter Sauerstoffabschluss gebildet wird, den wir ja haben wollen. So machen diese Bakterien, ähnlich der Hefen, den giftigen Alkohol, ihre Gifte. Aber nur unter absoluten Sauerstoffabschluss. Das war bekannt, dass Bakterien also nicht die Quelle von Krankheit sein können. Untermauert worden ist es durch Professor Hähnle, der Postulate aufstellte und sagte, hey, wenn ihr behauptet, dass Bakterien übertragen werden können und dann ihr Gift machen, dann müsst ihr bei den Krankheiten, von denen ihr behauptet, sie würden durch dieses Bakterium verursacht werden, immer diese Bakterien nachzuweisen sein. Und das war nicht der Fall. Bakterien lassen sich im Reagenzglas nur sehr schlecht nachweisen. Das geht auch nur mit einigen wenigen, etwa die von den Bakterien, die wir kennen, aufgrund der Leistung, die sie vollbringen, sind etwa nur 2% im Labor kultivier- und vermehrbar. Und das, was man dann einmal als Bakterium definiert hat im Labor, ist nicht mehr das Bakterium, was draußen ist. Warum? Weil die Idee, dass Bakterien im Labor eine Art entsprechen, ein Laborartefakt ist. Bakterien tauschen nämlich untereinander am laufenden Band Information aus, beliebig, und verändern so ihre Funktion und ihre Form, was jetzt erst neulich auch in einer großen Übersichtsarbeit bestätigt worden ist, dass die Bakterien in einem Menschen, so unterschiedlich sie sind, in ihrer Biochemie in Bezug auf die Nukleinsäure sehr identisch sind. Sie gleichen sich an. Nehme ich etwas raus, ein Bakterium, und von mir es isoliert, dann verliert es seine Eigenschaften mit der Zeit und kann auch nicht weiter existieren. Ich muss also einfach eine größere Menge herstellen, die gefriere ich ein und arbeite immer mit denen. Aber das ist so ein massiver Eingriff in die Natur und widerspiegelt nicht die Realität, dass Bakterien untereinander komplett ihre Informationen austauschen und deswegen der Artbegriff, den man den Bakterien überzustülpen versuchte, wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen ist. Aber das ist so ein massiver Eingriff in die Natur und widerspiegelt nicht die Realität, dass Bakterien untereinander komplett ihre Informationen austauschen und deswegen der Artbegriff, den man den Bakterien überzustülpen versuchte, wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen ist. Das war das erste Problem, das zum Beispiel nicht gelungen ist, bei allen Menschen mit Tuberkulose das berühmte Bakterium,
dessen Anzucht Robert Koch gelungen ist, nachzuweisen. Etwa in der Hälfte der Fälle nur. Das ist bis heute so geblieben. Das zweite Postulat, das Hähnle aufstellte, sagte, man muss diesen isolierten Erreger, den muss man untersuchen, im Fall des Bakteriums formieren und dann schauen, ob er das überhaupt tun kann, was man ihm zuschreibt. Und auch bei all diesen Versuchen ist festgestellt worden, die Bakterien können in keinem lebenden Organismus, auch nicht in einer Leiche, die ersten Tag oder zwei Tage gestorben ist, zur Leiche geworden ist, dieser Mensch, dieser Organismus, wenn es ein Tier war, erst dann können die Bakterien dort ihre Toxine produzieren. Das war auch festgestellt worden, und zwar durch die gesamte Wissenschaft hindurch, ohne Ausnahme. Dann hat Hähnle, Professor Hähnle, das dritte Postulat aufgestellt und hat gesagt, dann muss dieser Erreger, der isoliert und vermehrt worden ist, der muss wieder in einen gesunden Organismus eingeimpft werden und dann muss die gleiche Krankheit entstehen. Und das ist niemals geschehen. Niemals, niemals, niemals. Wie kam es aber dazu, dass plötzlich ein Robert Koch als Entdecker der Übertragbarkeit von Krankheiten gefeiert worden ist? Das ist jetzt die Frage. Die Frage ist ganz leicht geklärt. Robert Koch hat Reputation sich erarbeitet, zurecht erarbeitet, da es ihm gelungen ist, dass die Lichtfotografie, die Fotografie, die in Europa wieder neu entdeckt worden ist, 1885, aufs Lichtmikroskop zu setzen und den Bakterien zu fotografieren. Das hat ihm sehr viel und zu Recht Reputation eingetragen, weil die Fotografie galt als was Heiliges. Niemand konnte sich vorstellen, dass man negativ retuschieren kann, dass man eine Doppelbelichtung macht, dass man damit manipuliert. Es galt als Inbegriff der Objektivität und der Wissenschaft. Und man hat einfach unter Fotografie eine Aussage gemacht, und das wirkte so stark hypnotisierend, wie heute das Fernsehschauen, dass die Leute diese Aussage auch übernommen haben. Er hat einfach nur Bakterien fotografiert, die überall vorkommen. Daraus haben sich jetzt zwei Dinge entwickelt. Diese Bakterien machen natürlich nicht krank, aber das dritte Postulat von Hähnle, dass das Bakterium krank machen muss, das hat Robert Koch verletzt, hat hier den Wissenschaftsbetrug eingeführt, der bis heute bei AIDS, beim Impfen, bei der Influenza-Pandemie bis hin zum Tamiflu die zentrale Rolle ist. Er sagt, dass die Inokulation mit dieser Bakterienkultur führt an Versuchstieren zur Entstehung einer ähnlichen Erkrankung. Nicht der gleichen Krankung, sondern einer ähnlichen Erkrankung. Und das ist einer der zentralen Betrugstaten der gesamten Infektionstheorie. Die Entstehung einer ähnlichen Erkrankung. Lesen Sie selbst nach. Das ist Hausaufgabe Nummer 1 für Sie. Glauben Sie mir nichts. Gehen Sie in die Bibliothek, lesen Sie, was Robert Koch gemacht hat. Milzbrand, nur das eine erzähle ich Ihnen. Er tötet Mäuse mit Leichengift, das Sie auch zu Hause herstellen können. Kartoffelsalat im Sommer eine Woche draußen stehen lassen, verdorbene Eier speisen. Überall fliegen hier Bakterien, Sporen durch die Gegend. Die finden sich überall. Die vermehren sich, die wachsen, verbrauchen den Sauerstoff, gehen ins Anaerobe über, so im Zentrum des Kartoffelsalates oder der Eierspeisen oder des Gammelkäses, ja? Oder in der Leiche. Und dann entstehen Toxine. Die Toxine selber, damit können sie töten, wenn sie das langsam immer Menschen zum Essen geben und das Verfaulte mit starken Gewürzen überdecken zum Beispiel, ja? Dann können sie jemanden chronisch vergiften oder wenn er eine große Ladung bekommt, einen heftigen Durchfall, Krämpfe und so weiter verursachen. Diese Toxine produziert er in einer Fleischbouillon, was Sie zu Hause auch machen können, injiziert es einer Maus in die Vene, die Maus stirbt, die Milz der Maus ist angeschwollen, er operiert die Milz der Maus heraus und transplantiert sie unter die Haut des Frosches. Der Frosch
zuckt und stirbt. Und das nennt man Hautmilzbrand. Robert Koch, Wissenschaftsbetrug. Jetzt können Sie sich auch vorstellen, welche Tierversuche gemacht worden sind, um den Lungenmilzbrand zu behaupten, nämlich die Milz der getöteten Maus in die Lunge des Frosches zu transplantieren. Das ist, was gemacht wird bis heute. Das ist, was gemacht wird bei der Influenza-Pandemie. Tiere werden getötet durch Luftröhrenschnitte. Dauernd wird Flüssigkeiten hineingeträufelt. Dann sterben die Tiere und dann wird behauptet, es ist der Virus. Auf diesem Vogelgrippe-Virus-Flugblatt, das auf dem Internet ist, das hier auch der Datei angehängt wird, finden Sie die Literatur, wie hier bei Influenza gearbeitet wird. Keine Kontrollversuche. Würden Sie nämlich ganz normale Flüssigkeiten in die Tiere injizieren, dann wird genau das Gleiche geschehen. Das Zweite, was sich jetzt aus Robert Koch und aus Deutschland heraus entwickelte, war, dass Robert Koch dauernd angewiesen war auf neue Farbstoffe, um Bakterien anfärben zu können überhaupt. Und er hat die Farbstoffe von der Farbstoffindustrie natürlich bekommen. Dann haben alle anderen Mediziner und Wissenschaftler diese gleichen Farbstoffe genommen, haben gesundes Gewebe genommen, haben das gesunde Gewebe angesäuert und haben festgestellt, jetzt habe ich auch einen Farbniederschlag und kann genau die gleichen Bakterien nachweisen, fotografieren, wie es Robert Koch genauso gemacht hat. Dann haben sie aber festgestellt, dass diese Farbstoffe Bakterien töten, indem sie Löcher in die Bakterien reißen, indem sie die DNS, die Nukleinsäure der Bakterien hemmen, die können sich nicht mehr vermehren, das Bakterium stirbt ab. Daraus sind die Antibiotika entstanden, aus Farbstoffen. BASF, Bayer, IG Farm im Zusammenschluss, höchst merkwürdig und so weiter und so fort. Aus Farbenfirmen ist aufgrund der Infektionshypothese die Pharmaindustrie entwickelt, hat sich daraus entwickelt. Das amerikanische Kapital hat dann in der Schweiz mit diesem Kapital die Parallelstrukturen aufgebaut, um an dieses vermeintliche revolutionäre Wissen der Deutschen ranzukommen, dem man das zutraute, dass sie da was Neues haben, so wie beim Haber-Bosch-Verfahren ja auch Stickstoff aus der Luft geholt werden kann und man jetzt nicht mehr für seinen Sprengstoff, Bomben, Granaten und so weiter Salpeter aus Chile braucht, weil die Meere ja blockiert waren. Das ist der historische Hintergrund. Warum hat aber die deutsche Regierung Robert Koch eingesetzt? Der schon mal flüchten musste aus Berlin, weil er tausende Menschen getötet hat, mit seinem Tuberkulin als Wundermittel angepriesen, bei Tuberkulose, in seiner Zusammensetzung entgegen dem Gesetz, wie heute auch, geheim gehalten. Er musste flüchten, Otto von Bismarck hat ihn wiedergeholt, weil man benötigt ihn dringend, um einen Vorwand gegen die Briten zu haben, die den Suezkanal sich illegalerweise unter den Nagel gerissen haben und jetzt extreme wirtschaftspolitische und militärische Vorteile hatten. Sie mussten ja nicht mehr umständlich um Afrika rumsegeln, sondern sie konnten durch den Suezkanal von Indien kommen mit ihren Truppen, mit ihren Waren, Gewürzen, also Antioxidantien und so weiter und durchs ruhige Mittelmeer fahren. Und das hatte man ihnen abschneiden wollen mit der Behauptung, sie würden jetzt Milzbrand, Pocken, Pest aus Indien ranbringen. Deswegen Quarantäne, sie dürfen an keiner europäischen Küste anlanden und bei Gibraltar werden sie zusammengeschossen. Deswegen hat man vor 100.000 Reichsmark Robert Koch wieder zurück nach Berlin gelockt, der auf der Flucht war, um eben nach außen hin ein Argument zu haben, wie heute auch, dass die Engländer Milzbrand, Pocken, Pest bringen. Milzbrand haben wir ja schon gehört. Wir haben festgestellt, dass die aus diesem Farbengeschäft der Bakterien anzufärben, dass daraus die Antibiotika, später die Chemotherapie und die Giftgase entwickelt worden sind und die heutige Pharmaindustrie mit dem gesamten Kapital dahinter, die mit Abstand mehr umsetzen als die ganzen Militärhaushalte global zusammen. Robert Koch hat Wissenschaftsbetrug begangen, indem er hier das erste Postulat nicht erfüllen konnte. Er konnte wohl einige Bakterien, die aber nicht bei jedem
der Krankheit gefunden hat, konnte er züchten. Das wird auch heute noch gemacht. Aber er konnte niemals die Erkrankung wieder erzeugen, im dritten Postulat. Und noch weniger konnte er natürlich dann aus diesen Organismen wiederum den gleichen Erreger, den behaupteten Erreger, isolieren. Hier, seit dieser Zeit, gibt es die grausamen Tierversuche. Wie kam es jetzt zur Idee des Virus? Robert Koch wurde von Pasteur, das war der Wissenschaftsbetrüger, der von der französischen Regierung, die ja mit Deutschland im Krieg war, deutsch-französischer Krieg, 1872, die Tote wurden dann später als Pockenepidemie verkauft, wurde auch behauptet, es käme aus Frankreich, die Franzosen aus Deutschland, hin und her. Und Pasteur, der gelernt hat von Béchamp und anderen Forschern Frankreichs, was Bakterien können und nicht können, dieses Wissen zuerst verleumdet, als falsch bezeichnet hat, um mit der Kirche hier zu bändeln, behauptet, er hätte die Urzeugung bewiesen, um sich dann, als er beim Staat voll drin war, zu sagen, nee, das war alles falsch, Bakterien sind Kontinuum, da gibt es Sporen, sie können nicht in der Ursuppe gezeugt werden. Und hat diese Ergebnisse als die eigenen verkauft, wusste aber, was Bakterien können, was sie nicht können. Und hat da zu Recht einige Verdienste. Aber dieser Pasteur, der wusste, dass Bakterien nicht krank machen können, hat einen Trick eingeführt. Es musste ja das Modell der Säftelehre, Krankheit, worauf sich die gesamte westliche Hochschulmedizin beruft, musste ja ein Krankheitsgift postuliert werden. Vor allem, weil dieses Konzept der Seuchen, der Pandemien ja zigmal angewandt worden ist, um Unruhen niederzuknüppeln, um Hungerbewegungen in den Griff zu kriegen, etc. etc. Das hat nämlich angefangen dadurch, dass der junge Vatikan die Angst oder erst einmal Angst erzeugt hat vor Krankheit, indem er behauptet hat, genauso wie in Griechenland, dass Krankheit was Negatives ist vom Krankheitsdämon. So hat der junge Vatikan behauptet, Krankheit ist eine Strafe Gottes, um so seine Herrschaft zu etablieren. Das ist denn mal durch die Staufer vor wenige Jahre unterbrochen worden, als Kaiser Otto bei Gründung des Heilig-Römischen Reiches zum 1.1.1000 einen französischen oder den französischen Humanisten Gerbert von Aurillac einstellte, um ein Medizinsystem aufzubauen, das da ja nicht da war, weil man sich von Rom, dieser militärische Teil hat sich gelöst, das Weströmische Reich, ja, von Rom, das wissen wir, und hatte nur militärisches Wissen, aber keinerlei Technik und nichts. Sie waren abgeschlossen von den Universitäten, von der Kultur, die frühe Gotik, die haben nur kleine Fensterchen bauen können. Die Baupläne nützen gar nichts, wenn das Handwerkswissen und Ingenieurswissen, was immer zusammenleben muss, wenn das unterbrochen wird, dann nützen die Baupläne nichts. Sie konnten nichts bauen. An der frühen Gotik sieht man das, ja. Nur Mini-Fensterchen, keine großen Bauten und so weiter und so fort. Wenn das Handwerkswissen und Ingenieurswissen, was immer zusammenleben muss, wenn das unterbrochen wird, dann nützen die Baupläne nichts, sie konnten nichts bauen. An der frühen Gotik sieht man das, ja. Nur Mini-Fensterchen, keine großen Bauten und so weiter und so fort. So, man holte also Gerbert von Aurillac, alias Künstlernamen Papst Silvester. Der holte die Araber in jede Garnison, aus denen die Klöster hervorgegangen sind, um an das antike Wissen, an das Wissen der über die Araber, die die Medizin weiterentwickelt haben, und vor allem an das chinesische Wissen heranzukommen. Weil in China gibt es nicht das Konzept der Ansteckung. Da gibt es zu viel und zu wenig Energie. Da gibt es den Einfluss, lateinisch Influenza, durch die
Zu- oder Abnahme von Licht und Wärme im Frühjahr und im Herbst. Aber die Ansteckung, die Idee gibt es dort nicht. Auch nicht in der ayurvedischen Medizin. Das ist was typisch kriegerisches, europäisches. Diese Idee, dass Krankheit was Negatives ist, die hat schon der große Arzt Galenus im Römischen Reich, Leibarzt von Marc Aurel, hat das zurückgenommen und hat gesagt, wir haben erkannt, dass nicht die Sünde Krankheit macht, sondern dass Sünde die Folge von Krankheit ist und sein kann. Und wenn wir heute an die Erkenntnisse von Dr. Hammer, der neuen Medizin, über Psychosen, die ich ja schon im Computertomogramm darstellen kann, diverse Konstellationen als Aktivitäten im Hirn an verschiedenen Stellen und plötzlich der Wechsel von manisch auf depressiv und verschiedene andere Eigenschaften, dann ist das hochaktuell. Daran setzte Gerbert von Aurillac, hat da wieder dran festgemacht und die Reichsgründung war human und menschlich. Allerdings kippte das sehr schnell ins Gegenteil wieder, als Papst Silvester nicht mehr lebte. Der war nach 3-4 Jahren war er weg. Und dann entstanden im ganzen Heilig-Römischen Reich deutscher Nation Gesundheitsgerichte. Diese Informationen in Büchern aus dieser Zeit, die erhalten worden sind, hauptsächlich in protestantischen Gebieten, konnte der Vatikan nicht alle einsammeln. Und daraus geht hervor, dass im gesamten Deutschen Reich Gesundheitsgerichte da waren, wo ihnen voranstehend ein Priester und dann die Gemeinde oder Stadträte entschieden haben, wer ein Heiliger krank ist, wenn er tatsächlich krank ist, oder aber auch, wer ein Böser krank ist, den Gott straft und wer deswegen auszusetzen ist. Dieses Aussatzkonzept ist deckungsgleich in allen Gesundheitsgerichten, wo die Daten heute erhalten blieben, sind im gesamten Römischen Reich zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Natürlich waren Krankheiten, reale Krankheiten, Haarausfall, Pickel, Schwellungen und so weiter, waren Bestandteil dieser Definition, aber auch so tricky Geschichten wie die Behauptung, der hat einen Albtraum. Vielleicht hat er nachts gerufen oder laut geschnarcht oder so. Und noch was Fieseres und Gemeineres, sozusagen der erste AIDS-Test im Mittelalter, Gänsehaut bei Luftzug. Das war ein Ausschlusskriterium und der Mensch wurde tätowiert, bekam noch gnädigerweise die letzte Salbung, musste aber alle besiedelten Gebiete verlassen, durfte sich bei Durchführung der Todesstrafe dort nicht mehr blicken lassen. Das war das Aussatzkonzept ab Beginn des 11. Jahrhunderts. Und dann nach Einsetzen der kleinen Eiszeit 1308, als Mordsbevölkerungsdruck vom Norden nach dem Süden stattgefunden hat, als dort die Apfelplantagen in Norwegen, Weizenfelder nicht mehr produktiv waren, weil es einen massiven Kälteeinfluss gab, gab es im neu gegründeten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, gab es Mordsspannung, gab es Hungerkatastrophen und so weiter und so fort. Und man führte dann vor allem nach diesem starken Erdbeben-Epizentrum in Friaul 1348, das die ganzen Mittelmeerstädte in Schutt und Asche legte, was von den Orthodoxen als Beweis des Antichristus hergenommen worden ist und tatsächlich die öffentliche Ordnung zusammenfiel, weil die zentrale Drehscheibe des Welthandels auf Europa zu, nämlich Venedig, auch zusammengebrochen ist und alle Handelslinien zusammengebrochen ist, die Währung zusammengebrochen und so weiter, dann hat man dieses Konzept 1:1 verändert. Man hat es übernommen, 1:1, die gleiche Krankheitsdefinition, das gleiche Muster, Priester, Gemeinde oder Stadträte, um dann eine ganze Gruppe als von Gott bestraft zu behaupten, sie hätten Pest. Um ein ganzes Stadtzentrum abzuriegeln, die zu massakrieren, zu verhungern, zu vergiften, wie Goethe das beschreibt. Man hat das in Pest umgetauft. Später, als der Vatikan die Definitionsmacht über die Medizin, als die verringert war durch die Nationalstaatenrevolution, die amerikanische, französische Revolution, hat man dieses Konzept in Pocken umbenannt. Aber genau die gleiche Idee.
Und dann natürlich heute in unzulässige Krankheitsdefinitionen, wie AIDS zum Beispiel. Auf jeden Fall hatte die Bevölkerung eine riesen Angst, wenn Seuchen behauptet worden sind, weil dann klar war, man kann in Quarantäne gesetzt werden, man kann massakriert werden, man musste Medikamente nehmen, wie es Goethe beschreibt, wo Tausende gestorben sind, weil nichts zum Essen da war, weil es soziale Unruhen gab etc. Und die Überlebenden applaudierten. Daher resultierte die Angst und daher war dieses Medizinsystem, was in Krisenzeiten immer sofort repressiv war, was aber aufgrund seiner Geschichte Krankheit immer negativ gesehen hat, als was Bösartiges, der Teufel, der in mir wuhlt und macht und Krebs und wächst und außerhalb der Kontrolle gerät und tatsächlich auch noch übertragen wird. Der Fluch. Der Krankheitsdämon auf den anderen. Diese Angst war so drin und das Medizinsystem, aus der die Pharmaindustrie die mächtigste Kraft auf diesem Planeten hervorgegangen ist, gibt das nicht auf und wird das auch freiwillig nicht aufgeben. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Dazu kriegen Sie jetzt noch weitere Informationen, nämlich wie sich jetzt die Idee eines Virus realisiert hat, und wie aus dieser Idee die Gentechnik hervorgegangen ist. Es war so, Pasteur wusste, um wieder bei Pasteur anzuknüpfen, dass Bakterien nicht krank machen können. Punkt aus. Sind genügend Versuche gemacht und publiziert worden in Deutschland, unter anderem durch Max von Pettenkofer, der aufgezeigt hat, was Cholera ist und wie Cholera ganz einfach zu vermeiden ist. So. Pasteur kam nun jetzt mit der Idee, weil er ja auch im Auftrag arbeiten musste, um ein Argument zu haben, dass man die Engländer nicht durchs Mittelmeer durchlässt, bei Gibraltar den Sack zumacht und die abknallt. Und hat behauptet, es gäbe einen neuen Erreger und der macht sein Krankheitsgift auch im lebenden Menschen. Und diese Idee nannte er Gift. Lateinisch Virus. Das war die Idee. Er hat gesagt, es ist tausendmal kleiner. Wir nehmen so dichte Filter, wo Bakterien überhaupt nicht durchgehen, drückt hier die Flüssigkeit durch, sein Leichengift, spritzt das in das Gehirn von Hunden, die an einem Holzpfahl senkrecht angebunden worden sind, ein Drittel des Volumens des Hirns vom Hund, dem bläst das auf der anderen Seite zum Ohr heraus, er krampft, er bellt, er schäumt, er stirbt, Tollwut. Nichts anderes hat Pasteur gemacht. Pasteur, der denn auch behauptete, er hätte das Gegengift gleich zu seinem Gift, zu seinem Virus, um das Impfkonzept, was ursprünglich dann in Frankreich stark vorangetrieben worden ist, weil ja die Deutschen ihre Antibiotika hatten und ihre Chemotherapie, hat in allen seinen Dingen massiv betrogen. Er war doch noch so viel Mensch, dass er seine Betrugstaten feinsäuberlich parallel zu seinen Laborbüchern, seinem Tagebuch anvertraut hat, aber verfügt hat, dass diese seine Aufzeichnung niemals veröffentlicht werden dürfen. Die Familie ist superreich geworden natürlich durch diese Geschichte. Der letzte männliche Nachfolger Pasteur hat sich aber nicht dran gehalten. Der hat ein bisschen mehr Gewissen noch als sein Vorfahre und hat es der amerikanischen Forschung, der Princeton University, zur Verfügung gestellt. Und da hat Professor Gerald Geisen 1993 eine Analyse publiziert in englischer Sprache, wo gezeigt worden ist, dass Pasteur massiv und bei allen seinen Dingen betrogen hat. Geimpfte Tiere, die quasi dann überlebten, wenn sie infiziert worden sind, die sind nicht vergiftet worden. Die Kontrolltiere, die dann ohne Impfung gestorben sind, hat er massiv vergiftet und so weiter und so fort. Das war Pasteur. Pasteur, der Erfinder der Idee eines kleineren Virus, das man im Lichtmikroskop nicht sehen kann, eines kleineren Erregers, Krankheitserregers, der aber immer sein Gift macht, sein Krankheitsgift, was man im Modell, auf das man ja schon Jahrhunderte aufbaute, ein Modell, das in Krieg denkt, aber nicht in Symbiose, wie die wirkliche Biologie nur funktioniert.
dieses Modell zu erfüllen, postuliert, um einen politischen Hebel gegen England zu haben, Pasteur die Idee eines Virus. Was Pasteur aber nicht ahnen konnte, ist, dass es ein Mikroskop geben wird, das viel stärker vergrößert, noch als das, das Lichtmikroskop, nämlich das Elektronenmikroskop, um damit kleinere Strukturen zu erkennen, die man zuvor nicht erkennen konnte. Und mit diesem Elektronenmikroskop, was nach dem Zweiten Weltkrieg der Forschung zur Verfügung stand, war es nun möglich, kleine Strukturen zu erkennen. Und man hat tatsächlich kleine Strukturen erkannt, die tausendmal kleiner sind als ein Bakterium. Man hat Sporen erkannt, die selber noch leben können. Man hat erkannt, dass Bakterien Sporen bilden, wenn sie langsam absterben. Sterben Bakterien schnell ab, weil man sie erhitzt und austrocknet und so weiter, dann bilden sie noch kleinere Partikelchen, die selber nicht mehr leben können, die aber aus Eiweiß sich zusammensetzen und in der Mitte Nukleinsäure haben und dort noch anderen Bakterien, die es überleben, als Nahrungsgrundlage zur Verfügung stehen, um sich selber aus dieser misslichen Situation zu retten. Sowas hat man bei Bakterien gesehen und bei ganz einfachen Organismen, beim Pilz, bei einer Amöbe, bei mir zum ersten Mal aus einer ganz einfach gebauten Alge aus dem Meer, aber niemals in einem Menschen, niemals in einem Tier oder in einer Pflanze. Und das können Sie ganz einfach überprüfen.